Wir haben uns kennengelernt. Wir wissen, wie wir uns die Meinung sagen können, nämlich mit Respekt, im Zuhören und versuchen im Verstehen. Denn wenn ein Anwalt Demonstrationen organisiert, dann habe ich mir den Gedanken gemacht, entweder hat er in der Kanzlei zu wenig zu tun oder ihn bewegt wirklich etwas. Und was ihn bewegt, das wird er euch jetzt selbst sagen. Ich weiß, wenn wir begreifen, was unsere Herzen bewegt, dann ist diese Republik in Bewegung. Und einer, der sie im letzten Jahr mit in Bewegung gebracht hat, ist Ralf Ludwig. Und bevor er anfängt zu reden, habe ich noch die dringende Bitte, weil ihr ihn reden hören wollt, haltet die Abstände, macht noch einmal den Brummkreisel. Und macht ihn bitte noch einmal und alle die, die keine Mund-Nasen-Befreiung haben auf diesem Platz, setzen Sie bitte wieder auf. Ansonsten sind nicht wir diejenigen, die es kontrollieren können, sondern es wird das Ordnungsamt Weimar und die Polizei sein. Ich möchte das nicht für euch. Und deswegen haltet euch bitte an die uns gegebenen Regeln, auch wenn sie uns nicht gefallen. Aber wir wollen hier ein politisches Signal setzen. Und deswegen bitte ich euch um die Disziplin für 90 Minuten. Danke. So, hallo Weimar. Ich bin noch nie in Weimar gewesen und ich freue mich, dass das erste Mal geklappt hat. Ich wollte so oft hierher kommen, bin auch so oft dran vorbeigefahren, aber war noch nie da. Weimar ist Thüringen. Und ich möchte eine Geschichte heute erzählen über Bodo. Bodo ist der Ministerpräsident dieses Bundeslandes. Und Bodo Ramelow ist eine Gefahr. Bodo Ramelow ist sogar eine potenziell tödliche Gefahr. Und weil er so gefährlich ist, muss jeder von ihm 1,50 Meter Mindestabstand halten. Und damit wir vor dieser Gefahr geschützt sind, trägt Bodo Ramelow eine Maske. Denn wenn er was sagt, wenn er mit uns redet, dann kann uns das töten. Das heißt, die Worte von Bodo Ramelow sind potenziell tödlich. Ich könnte auch jeden beliebigen anderen Namen hier in Deutschland nennen. Weil die Regierungen, die Landesregierungen und die Bundesregierung dieses Landes sagen, dass wir alle eine potenziell tödliche Gefahr sind. Also kann ich mich hier auch auf die Bühne hinstellen und kann sagen, Bodo Ramelow ist eine potenziell tödliche Gefahr. Weil er das ja selber in die Verordnungen schreibt, die uns hier davon abhält, unsere Geschäfte zu öffnen, die uns davon abhält, dass unsere Kinder in die Schulen gehen, in die Kindergärten gehen und so weiter und so fort. Hat Bodo Ramelow die Möglichkeit zu beweisen, dass er keine potenziell tödliche Gefahr ist? Nein, die Möglichkeit hat er nicht. Er könnte einen Test machen, er könnte sich impfen lassen, er könnte mit sich machen lassen, was er wollte medizinisch. Bodo Ramelow könnte niemals beweisen, dass er keine potenziell tödliche Gefahr ist. Und weil er das nicht beweisen kann, muss er Abstand halten, eine Maske tragen, darf kein Geschäft führen, darf seine Kinder nicht in die Schule schicken, darf seine Eltern nicht in einem Seniorenwohnheim besuchen und so weiter und so fort. Und wenn man sich diese Idiotie mal vor Augen führt, dann kann man auch mal in unser Grundgesetz gucken. Denn das, was uns immer erzählt wird, dass es hier darum geht, Leben zu schützen, weil das der Lebensschutz so wichtig wäre, das stimmt. Aber Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz sagt nicht, dass der Staat verpflichtet ist, das Leben aller Menschen zu schützen. Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Würde des Menschen ist unantastbar, hat das Bundesverfassungsgericht in einer wunderbaren Entscheidung aus dem Jahre 2006 zum sogenannten Luftsicherheitsgesetz nochmal aufgeschrieben. Da ging es um die Frage, darf der Staat ein vollbesetztes Flugzeug abschießen, das auf irgendeine staatliche Einrichtung zufliegt. Und da hat sich das Bundesverfassungsgericht gefragt, darf der Staat Leben gegen Leben aufrechnen?
Das Bundesverfassungsgericht hatte eine klare Antwort dazu. Es hat gesagt, nein, das darf der Staat nicht. Da komme ich gleich auch noch mal zu. Ich lese jetzt vor, was das Bundesverfassungsgericht uns sagt, bisher gesagt hat. Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz schützt den einzelnen Menschen nicht nur vor Erniedrigung, Brandmarkung, Verfolgung, Ächtung und ähnlichen Handlungen durch Dritte oder durch den Staat selbst. Ausgehend von der Vorstellung des Grundgesetzgebers, dass es zum Wesen des Menschen gehört, in Freiheit sich selbst zu bestimmen und sich frei zu entfalten und dass der Einzelne verlangen kann, in der Gemeinschaft grundsätzlich als gleichberechtigtes Glied mit Eigenwert anerkannt zu werden, schließt es die Verpflichtung zur Achtung und zum Schutz der Menschenwürde vielmehr generell aus, den Menschen zum bloßen Objekt des Staates zu machen. Ein Mensch, der eine potenziell tödliche Gefahr ist und nicht die Möglichkeit hat, zu beweisen, dass er keine Gefahr ist, der ist ausschließlich ein Objekt des Staates. Das, was hier passiert, ist ein Verstoß gegen Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz. Aber es ist unsere Aufgabe, es ist eure Aufgabe, das zu beenden. Wir sind das Volk und wir sind der Souverän in diesem Land. Und wenn der Staat Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz, das wichtigste Grundgesetz unseres Staates, nicht mehr beachtet, dann müssen wir uns wehren. Das ist unsere Aufgabe. Eine Möglichkeit, sich zu wehren, und das ist meine Profession, ist es, zu Gericht zu gehen. In letzter Zeit haben wir nicht viele positive Entscheidungen von Gerichten bekommen. Insbesondere waren die positiven Entscheidungen, die wir bekommen haben, eher nur so Gleichbehandlungsentscheidungen. Man hat das in Bayern gesehen. Da wurde gesagt, es kann ja nicht sein, dass man Indoor-Sport nicht erlaubt, Fitnessstudio doch. Was hat der Staat gemacht? Der hat dann halt die Fitnessstudios auch geschlossen. Das ist das, was passiert. Aber es gibt eine sehr mutige Gerichtsentscheidung in Deutschland. Und diese mutige Gerichtsentscheidung in Deutschland kommt erstaunlicherweise hier aus Weimar. Vielleicht auch nicht erstaunlicherweise aus Weimar. Da kann man vielleicht denken, dieser Richter hat irgendwie seine Menschlichkeit erkannt. Das mag sein. Aber das Wesentliche, was dieser Richter gemacht hat, dieser Richter hat ins Grundgesetz geguckt und hat gesagt, wenn ich das Grundgesetz richtig anwende, sind diese Verordnungen, die uns hier alle so einengen, sind diese Verordnungen richtig, ja oder nein? Und dann hat dieser Richter gesagt, nein. Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz verbietet das, was in diesem Land gerade passiert. Es ist nicht zulässig. Der Mensch darf nicht zum Objekt staatlichen Handelns gemacht werden. Wir Menschen haben qua unseres Menschseins das Recht, frei zu sein. Wir haben das Recht, dass der Staat sich nicht in unser Leben einmischt. Es gibt bestimmte Möglichkeiten, dass der Staat das macht. Und natürlich steht in Artikel 2 Grundgesetz, dass der Staat auch verpflichtet ist, das Leben von Menschen zu schützen. Nur was bedeutet es denn, das Leben zu schützen? Ja, es gibt ein Virus. Ja, es gibt eine Krankheit. Das ist eine Naturkatastrophe. Diese Naturkatastrophe tötet möglicherweise auch Menschen. Aber diese Naturkatastrophe ist nicht verantwortlich dafür, dass Menschen sterben. Aber für jede Maßnahme, die der Staat ergreift, ist ein Mensch dafür verantwortlich, dass andere Menschen sterben. Und das darf der Staat nicht. Es ist die Aufgabe von Richtern, Staatsanwälten und Rechtsanwälten, das Grundgesetz zu schützen. Notfalls schützen wir das Grundgesetz auch gegen die Regierung. Wir schützen das Grundgesetz auch gegen eine Mehrheit einer in Panik versetzten Bevölkerung. Weil die Geltung von Grundrechten ist keine Frage von Demokratie. Grundrechte und Menschenrechte gelten universell und darüber kann man nicht abstimmen. Und niemand kann sagen, alte Menschen sollen im Altenheim isoliert sterben, weil wir mit einer Mehrheit darüber abgestimmt haben. Keine Mehrheit dieser Welt hat das Recht, das zu tun.
Menschenrechte sind universell und sie gelten immer und überall. Und niemand von uns muss sich zu einer Gefahr machen lassen. Niemand von uns muss sich zu einem Objekt machen lassen. Wir sind Subjekte, wir sind Menschen und wir haben das Recht zu leben. Und wenn der Staat meint, uns dieses Recht nehmen zu können, dann haben wir das Recht, uns dieses Leben zurückzuholen. Und das ist das, was ihr alle nie vergessen dürft. Was wir nicht wollen, was der Klaassen gerade gesagt hat, was ich nicht will. Ich will keine Bilder wie in Holland haben. Ich will nicht, dass es irgendwelche gewalttätigen Bilder gibt. Aber wenn der Staat so weitermacht, wenn der Staat weiterhin hier dafür sorgt, dass Menschen ihre Existenzgrundlage genommen wird, dass den Kindern die Möglichkeit der Bildung genommen wird. Ich habe gestern gerade mit einem Kollegen von mir gesprochen, der hat gesagt, eine gute Freundin von ihm, die ist Klinikchefin und die hat gesagt, wir haben hier kein Problem mit Corona. Wir haben aber ein Problem mit geschlagenen, misshandelten, vergewaltigten Kindern und zwar so viel, wie wir bisher nie gehabt haben. Das ist das, was in diesem Land gerade passiert. Die Menschen werden eingefärcht, den Menschen wird die Möglichkeit genommen, für ihre Existenz zu sorgen. Die Kinder sind zu Hause, die Eltern sind zu Hause und werden wie Objekte völlig, ja, ich kann es kaum sagen, also sie werden ja zu Objekten gemacht, sie werden niedergemacht, hier steht gerade Sklaven, genau, wir sind auch keine Sklaven. Wir sind freie Menschen und es ist unsere Aufgabe und es ist eure Aufgabe und es ist meine Aufgabe, sich diese Freiheit zurückzunehmen. Ich spreche in diesem Zusammenhang auch eine klare Warnung an die Regierung aus. Ich kriege ja relativ gut mit, was passiert. Und ich kriege mit, wie viele Menschen sich dieser Widerstandsbewegung anschließen. Wenn ihr wollt, dass das Ganze friedlich endet, wenn ihr wollt, dass das Ganze politisch endet, dann hört auf Menschen wie Klaassen Ratz, dann guckt euch an, wer da alles auf der Straße unterwegs ist und redet mit denen. Genau das, was meine beiden Vorredner gerade gesagt haben. Die Regierung hat noch eine Möglichkeit, nämlich sich jetzt mit uns hinzusetzen, es wird, glaube ich, nachher noch eine Initiative geben, sich mit uns hinzusetzen und mit uns zu sprechen. Denn noch so ein Jahr wird nicht friedlich verlaufen und ich möchte, dass es friedlich verläuft. Aber wenn die Regierung weiterhin uns die Rechte nimmt, werden wir sie uns zurückholen. Und das sogar mit Recht. Dankeschön.